Hey, hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show 244, heute am 24.11.2017. Es geht um die Top-Banker und ihre Verzweiflung, wenn es um das Thema Bitcoin und Kryptowährung geht. Es geht um den Bitcoin-Gold-Wallet-Scam, um ein mögliches Bitcoin-Verbot in Marokko und die überflüssigen Banken, laut Rick Falk Winge. Also, wir beginnen wie immer mit dem Preis. Preis aktuell 8.200 und 67 Dollar. Nicht schlecht, ja, wir waren heute Nacht noch mal kurz bei 7.800. Der Preis steht jetzt wieder, ja, 400 Dollar höher. Es geht wieder nach oben, aber hey, es schwankt im Moment sehr stark um diese Linie rum, um die 8.100, 8.200. Mal sehen, in welche Richtung es jetzt geht am Wochenende und die nächsten Tage. Aber kommen wir zum wichtigen Thema, nämlich die Banker. Die Top-Banker verzweifeln am Bitcoin-Boom. Ja? Der Bitcoin-Kurs explodiert und es entzweit die Banken. Ja? Die Deutsche Bank warnt vor der Kryptowährung. JP Morgan steigt jetzt ein, obwohl der Chef sagt, Bitcoin ist Betrug, ja. Und Fakt ist, der Bitcoin-Boom setzt die Banken unter Zugzwang. Ja, immer mehr Privatanleger, jetzt natürlich ganz klar Privatanleger, aber auch jetzt immer mehr institutionelle Investoren klopfen immer öfter bei Banken an mit Beratungsbedarf oder Kaufaufträgen. Sie wollen am Bitcoin-Boom teilhaben. Und nächstes Jahr glaube ich, dass man einen großen Andrang sehen werden, viel Geld sehen werden, das in den Markt reinkommt. Und Fakt ist, die Banker haben keine klare Linie. Zum einen, die einen sind dagegen, die anderen sind ein bisschen dafür. Es wird kritisch beäugt und so weiter und so fort. Ja, es herrscht eins unter den Banken: Verzweiflung, Konfusion. Die haben keinen Plan, was sie machen sollen. Und die Deutsche Bank hat auch klargestellt am Mittwoch, ja, wo sie steht, nämlich im Lager der Skeptiker. Sie warnt vor Investitionen. Ja, ich würde das dem normalen Anleger schlichtweg nicht empfehlen. Ja, vielen Dank für deinen Rat, Deutsche Bank. 800% dieses Jahr nicht mitgenommen, ja, für diejenigen, die auf ihre Bankberater gehört haben. Ja, aber auf jeden Fall sind die Banken schon ein bisschen eher dagegen, ja, und sie sagen einfach, ja, das ist viel zu gefährlich, die Schwankungen sind zu hoch, das Ganze ist unreguliert und wir verdienen hier keine Gebühren dran, ne, wenn ihr in Bitcoins investiert. Das sagen die Banken natürlich nicht, aber so ist es, das ist der Grund, ja, und einer der Deutschen Bank hier, der Sprecher, wer ist das? Der Chefanlagestratege Ulrich Stephan, er sagt, er sei verwundert darüber, dass deutsche Anleger zurückhaltend mit Aktien seien, derzeit aber so ein Hype um Bitcoin herrsche. Ja, ich kann euch sagen, Leute, der Hype um Bitcoin, der wird nicht nachlassen. Ja, er wird weitergehen und die Banken früher oder später überflüssig machen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, Morgan Stanley Chef sagt, Bitcoin ist nur eine Modeerscheinung. Ja, es ist eine Masche, sagt er, aber dennoch ein interessantes Konzept. Er hat aber selber keine Bitcoins. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sagte auf jeden Fall, Bitcoins und Kryptowährungen haben Vorteile und dass man diese Währungen ernst nehmen müsse. Goldman Sachs prüft den Einstieg in den Bitcoin-Handel und so weiter und so fort. Ja. Der Chef von Goldman, der Lloyd Blankfein, erklärte sogar, vielleicht stelle der Bitcoin die nächste Entwicklungsstufe des Geldes dar. Ja, ich bin da ganz sicher, dass es Kryptowährungen sind, die nächste Entwicklungsstufe des Geldes sind. Ja, permissionless, ohne Erlaubnis, ohne Regulierung, ohne Autorität. Das ist die nächste Stufe des Geldes, Leute. Stellt euch drauf ein. Ja, Banken werden überflüssig werden. Und Fakt ist auf jeden Fall, die Leute in dieser Szene, die wissen noch nicht ganz genau, was sie wirklich erwartet. Aber Fakt ist auch, ja, es wird große, tiefgreifende Veränderungen in der Finanzbranche hervorbringen. So, kommen wir zum zweiten Thema, Bitcoin Gold. Bitcoin Gold, ja, es gab einen kleinen Scam. Bitcoin Gold gab es da sehr, sehr viele positive, sehr, sehr viele negative Berichte, ja. Und es wurden 3,3 Millionen Dollar gestohlen von Leuten, ja, die ihr Bitcoin Gold haben wollten. Und es gab da, ja, eine Webseite, MyBTG Wallet, wo die Leute ihre Private Keys oder Recovery Seeds eingeben mussten, damit sie Bitcoin Gold bekommen. Ja, und was ist danach passiert, wenn die Leute es eingegeben haben? Puff, ja, ihr Wallet wurde geleert, ja, und das waren mehr als 3 Millionen Dollar, 3,3 Millionen laut diesem Artikel. Und ja, das ist sehr, sehr heftig, ja, und sehr, sehr schade, dass halt da auf einfach, ja, die Leute im Endeffekt ausgenommen wurden. Und man weiß gar nicht genau, was da jetzt richtig passiert ist. Es steckt wohl einer der Entwickler dahinter, ja, und
Bitcoin Gold hat gesagt, hey, wir müssen das erstmal untersuchen, was da genau passiert ist, ja. Und sie haben gesagt, wir arbeiten mit Security-Experten, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Natürlich weiß man nicht, wer diese Security-Experten sind und was hinter dieser Aussage steckt. Aber es scheint, dass alles auf einen Entwickler hindeutet, der heißt John Dass, ja. Und sie sagen halt, er war wahrscheinlich dafür verantwortlich und wir können ihn auch jetzt nicht mehr erreichen, ja, er ist verschwunden. Also was da genau passiert ist, sehr, sehr schwer zu herauszufinden, so wie es sich darstellt gerade. Ich kann nur sagen, Leute, gebt nirgendwo eure Private Keys oder Seeds irgendwo ein, ja. Wenn irgendwie ein Hardfork kommt, ja, lasst es einfach erstmal laufen, weil wenn es ein Hardfork war, der wirklich Zukunft hat, ja, wie es bei Bitcoin Cash zum Beispiel der Fall war, ja. Die Börsen früher oder später werden das alle akzeptieren und die Wallets werden das auch integrieren. Ja, in der Regel läuft es so ab. Ja, deswegen, ich würde niemals meine Private Keys oder Seeds irgendwo auf einer Webseite eingehen. Ja, ihr seht, was da passieren kann. So, da kommen wir noch nach Marokko. Marokko droht Kryptonutzern mit Strafen und die Devisenbehörde hat jetzt gesagt, sie berufe sich auf die Zentralbankregelung für Auslandstransaktionen und im Endeffekt kann man sagen, das ist schon eine Art Verbot in Marokko, ja. Dennoch verfolgen sie angeblich das Ganze mit Interesse und so weiter und so fort. Ich glaube, die haben einfach Angst dafür, die Kontrolle zu verlieren, ja, wie die Staaten, wie andere Staaten, wie andere Banken und ja, also sie sagen auf jeden Fall de facto, ja, das sind Auslandstransaktionen von Bitcoin und die sind eine Verletzung des geltenden Rechtsrahmens für Devisen. So das zuständige Office de Change, ja. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schade für die Marokkaner, dass sie da jetzt da erst einmal ein bisschen in diese Ecke gedrängt werden. Die Frage ist, inwiefern sie sich daran halten, weil die Banken und Behörden, die können ja sagen, was sie wollen. Wenn du Bitcoins benutzen willst, dann benutzt du halt Bitcoins. Wenn du im Laden damit bezahlst, dann bezahlst du halt im Laden damit, ja. Und da kann ja keiner gegen was tun. Die Frage ist, wie ticken die Marokkaner? Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie Bitcoin jetzt groß verbreitet ist in Marokko. Ja, auf jeden Fall schreiben die jetzt hier noch in der Pressemitteilung, diese Kryptowährungen sind ein verstecktes Bezahlsystem, das nicht von einer Organisation getragen wird. Ja, deswegen gibt es da große Risiken. Also ich glaube, ein großes Risiko ist, ein Government zu haben, was irgendwelche behinderten Regeln den Leuten auferlegt und sagen und den Leuten probiert zu sagen, nein, das darfst du nicht. Ja, also ich bin da ganz offen eingestellt, solange man keine Leute irgendwie verletzt oder irgendwie was Böses tut, ja, kann doch jeder frei entscheiden, was er macht. Aber gut, andere Staaten, andere Regeln, so ist das nun mal da. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Nutzerkreis bisher in Marokko sehr klein ist, laut diesem Artikel, und ein Echo wohl ausbleiben wird, ja. Dennoch stellt abseits des Tagesgeschäfts ja, diese Zahlungsmethode eine attraktive Alternative dar, ja. Und es kommt wohl im Norden von Marokko auch immer wieder zu Protesten gegen soziale Ungerechtigkeit, Korruption, Behördenwillkür. Und da können die ja sagen, ja, da können die jetzt protestieren. Der beste Protest ist einfach nicht mehr die Banken zu benutzen, ja, einfach das System zu ignorieren, Kryptowährungen zu nutzen, ja. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das in Marokko weiter jetzt verbreitet. Fakt ist, man kann es nicht aufhalten. Man kann es verbieten, aber man kann es nicht aufhalten. Und da ist das letzte Wort auch in Marokko noch nicht gesprochen. Ja, zum Schluss möchte ich euch nochmal auf ein Interview hinweisen mit Rick Falk-Winge. Er sagt, ja, sind Banken bald überflüssig? Wie ist es um die Zukunft von Bitcoin bestellt? Sehr, sehr interessante Aussagen von ihm. Es ist ein sehenswertes Interview. 27 Minuten dauert es mit deutschen Untertiteln. Das Interview werde ich verlinken, also hier in der Beschreibung. Einfach auf meinem Blog klicken. Bitcoin-Informant, also bitcoin-informant.de, da findest du ja das Interview. Sehr, sehr spannend. Guck es dir auf jeden Fall an. Sehr gut investierte 27 Minuten. Ja, Rick Falvinge ist der Gründer der Piratenpartei, sehr libertär eingestellt. Und er hat nach eigenen Aussagen, ich habe seinen Blogartikel gelesen, 2011 dazu geraten, ja, in den Bitcoin einzusteigen. Er hat damals auch geschrieben, ich habe alle meine Ersparnisse genommen, ich habe meinen Kreditrahmen ausgeschöpft, er ist all in gegangen. 2011 in den Bitcoin und im Interview wird er auch gefragt, ja, bist du denn schon Millionär? Er sagt, Multimillionär. Wie viele Multimillionen er hat, weiß man nicht, aber es werden garantiert
einige Millionen sein, die er hat, wenn er 2011 all in gegangen ist. Ja, dann nochmal einen kleinen Blick auf CoinMarketCap. Die Marktkapitalisierung 256 Milliarden. Trading-Volumen 14 Milliarden. Bitcoin-Dominance bei 53%. Und wenn wir auf die Top 10 gucken, ja, Ethereum hat ein neues Allzeithoch gestern erreicht. Jetzt aktuell wieder ein bisschen niedriger bei 408. Bitcoin Cash ist auch gestiegen. 1600 Dollar mittlerweile. Dash bei 5,53. Litecoin bei 74. Monero leicht im Minus bei 157. Ja, IOTA hat nochmal schön ein bisschen 15% verloren. Steht aktuell bei 75 Cent. Ja, IOTA auch definitiv eine interessante Sache. Sollte man sich nochmal ein bisschen mit befassen. Die Gewinner der Top 100 Kryptowährungen ist Nexus mit 72% Kursplus zu gestern. Und der Verlierer Quantstamp 21% Minus. Sehr, sehr spannend. Ja, was hier wieder abgeht in dem Markt für die Trader. Also, das war's von mir. Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und ganz wichtig, wenn du Leute kennst, die es für das Thema Bitcoin und Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten, dann markiere sie hier, wenn du es auf Facebook siehst. Markiere deine Freunde auf Facebook. Wenn du es auf YouTube siehst, teile dieses Video. Wenn du den Podcast hörst, hey, sprich darüber. Helf dieses Wochenende zwei Menschen beim Einrichten einer Bitcoin-Wallet. Und damit, ja, verabschiede ich mich. Ich sage wie immer, mach es gut, schwenk den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency. We trust. Bam!